So, da stehen wir nun vor dem Endboss und werden jetzt in die Tür eintreten. Oh, 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 oh. Haben wir alle Goronen befreit und stellen uns jetzt dem Drachen Volvagia oder sowas? Bulgaria? Vulva? SMS bekommen? Nein, ich möchte nicht auf die Friendslist. Heute nicht. So. Die Spannung steigt. Was ist hier los? Der Boden brennt. Oh Gott. Diese Spannung ist unaushaltbar. Und der Stein verschwindet hinter uns. Ganz zufällig. Hat er nämlich einen Mechanismus gebaut. Extra gedacht gebaut. So, da ist er schon. Volvagia, Subterrana, Lava, Drachoid. Drachoid, was ist das denn? Drachoid? Ich kenne Droiden. So. Wie machen wir es am besten? Wir müssen erstmal gucken, wo der auftaucht. Genau. Und dann müssen wir dem Ding mal auf die Fresse hauen. Müssen wir aufpassen, ich glaube seine Haare brennen auch. Uah, Angst. So, jetzt steigt er hinauf. Jetzt rennen wir einfach mal weg vor ihm. Uah, uah, Hilfe! Es verfolgt mich. Eigentlich relativ einfach der Gegner. Einfach nur wegrennen. Wenn er rauskommt, aus der Fresse klopfen. So, jetzt verschwindet er wieder. Stellen wir uns hier hinten hin und gucken einfach mal, wo er auftaucht. Dahin. So, vor dem Schweif aufpassen. Klopp. Kurz weggehen. Haare. Ah. So. Ich glaube, zwischendurch lässt auch mal ein paar Steine fallen. Brrr. Brrr, 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 brrr. Aber das soll uns nicht stören. Genau, jetzt kommen gleich die Steine. Aber ich glaube nur in der Nähe, wo er ist. Ah, hat uns getroffen, ey. Hat uns wieder getroffen. Aber wir haben ja zum Glück drei Leben, sozusagen. Drei Feen. Ja. Mit so einer Fülle an Leben wird er uns gar nicht mal so einfach wegtöten können. Hauptsache die Steine fliegen durch ihn durch, immer auf ihn rauf. Macht ihn nichts. So ein Stein kann ihn nichts anhaben, ne? Nur ein Stahlhammer kann ihm was anhaben. Stein auf den Kopf schmeißen, die Tonnen wiegen. Kein Kratzer. Hauptsache der Stahlhammer. Jetzt wird er wieder aggressiv. Heute haben wir keine Steine im Angebot, ne? Heute lässt er mal die Steine in den Steine lassen. Steine, Steine sein. Lass die Steine, Steine sein. Volvagia. Volvic. Der Volvic Wasserdrache. Und weg ist er. Er macht es ein bisschen spannend. Ist wie dieses Maulwurfkloppen, ne? Hast du neun Löcher? Wo kommt der nächste raus? Wo kommt der nächste? Da hinten? Nein. Angetäuscht. Da hinten? Auch nicht. Doch. Und aufs Maul mit dem Maulwurf. So. So langsam darfst du auch tot sein. Ich glaube, einmal müssen wir noch kloppen. Das gleiche Schema. Erst Feuer, jetzt kommen wieder Steine wahrscheinlich. Feuer, Steine, Feuer und wieder Steine. Jetzt gucken, wo die Steine kommen. Wenn die Steine kommen, dann wissen wir, wo er ist. Er kommt jetzt zu uns. Wir rennen auch in die Richtung. Ha! Sind wir ihm noch ausgerichtet? Und wieder Steine auf die Presse bringen mir gar nichts. Macht mir gar nichts. Ich bin Volvagia, der steinlose Stirnstein-Steinmensch-Drache. So, Magic? Nein. Nein. Hinter uns. Mensch, müssen wir nicht mehr weit laufen. Und knüppel den Böden weg. Ob wir ihm auch den Hammer auf die Fresse kloppen können? Stimmt.
Vielleicht müssen wir den Kleinen den Hammer auf den Kopf hauen. Triss mich doch eh nicht. Uah! Kann ich doch so klopfen. Probier's mal. Hab ja noch ein paar Leben. Nee, geht nicht. Nein! Nehmen wir den Kopf. Kopf abgerissen, Hinterhaken. So. Nein, nein, doch kein Messer. Watch out! Bam, finaler Schlag mit dem Hammer auf die Fresse. Oh no, mein Gesicht, nein! So, was macht dann mal eine kleine Show für uns? Wie will denn der so ein fettes Vieh fressen eigentlich? Jetzt verbrennt er innerlich. Oha, oh nein. Es tut mir leid. Es tut mir so leid. Crunch, crunch, crunch. Und der dicke Schädel. Geile Sache. Daraus kommt natürlich das Härteteil bestimmt. Sehr gut. Und damit haben wir den krassen Drachen, die Bestie, die alle tötet. Und Herr Jule schon mal zum Teil gerettet. Und steigen nun in den Strahl, um uns wieder in die Halle der Weisen zu teleportieren. Und uns wieder voll süßen zu lassen, wie toll wir doch sind. Und hier hast du meine Macht, die dir eh nichts bringt. Ja. Suppe mir nicht voll. So, der Vulkan sprudelt und spritzt. What the fuck? Da ist was los. Und schönes, schönes Wetter. Halle der Weisen. Da, wo stehen wird. Nein, mein Bruder! Guck mal einer an. Ohne Schlüppis. Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen des Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ich, Darunia, offenbare mich dir als einer der sieben Weisen. Der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass es mich wissen. Nimm es an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kräfte des Geistes, des Feuers und der Freundschaft. Und jetzt bekommen wir unseren ultra leckeren Trauben-Kirschdrops. Kirschdrops. Leckert Kirschdrops. Der Drops des Feuers. Darunia gibt sich als Erweisen erkennen und überträgt seine Kraft. Ja. Die erzählen mal irgendwas von Kraft. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Schön. Haben wir schon vorher, Bruder? So. Schön, der Himmel blau. Bläu. Bläuer Himmel. Und ich weiß immer noch nicht, wo dieses beschissene Pflanzengedöns ist. Das war doch genau hier gewesen. Vielleicht sieht man die dann. Vielleicht sieht man die nur in der Kindheit. Natürlich möglich. Möglich. So. Zack. Wir wollten jetzt... guck mal an. Jetzt haben wir unseren Spezialhammer Deluxe. Und denken uns einfach mal, wir zerklöppeln diese Riesensteine. Putz.
weiß gar nicht, geht jetzt direkt ins Dorf rein? Nein, in die Feenquelle. Ich rufe die Fee der Geilheit. Erscheine. Mit einem großen Lechzen und Krachen und Lachen. Mal sehen, was hier gibt. Sieht wieder gleich aus. Hatten die nicht andere Haare? Haarfarben? Alter, die riesen Ommeln. Riesenlange Ommelhaare. Hallo, mein süßer Kloppy. Ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Sei bereit. Yes, Infinity Magic, bitch. ja, mehr Kraft. Oh. Und der Balken. Mein Balken steigt. Mein Balken wird größer, wenn ich sie sehe. Und da ist es. Ich habe nichts in der Hand. Deine magischen Kräfte wurden verstärkt. Du hast nun doppelt so viel magische Energie. Du bist vom Kampf erschöpft. Besuche mich einfach wieder. Blöp, weg ist. Sehr gut. Und da oben, unser Balken ist gewachsen, sagt ihr. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Dass unser Balken gewachsen ist. Dass unser Schwingel gestiegen ist. So. Springen wir mal fix rüber. Klettern hier hoch. Klettern, 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 klettern. Mensch, in dem Alter noch. Treppen steigen. Kletter, klettern, klettern. Kletter, klettern, klettern, klettern. Kletter, klettern. Weiter, weiter, kletter, kletter. Hello. So. Zwei Feen in einem Berg. Unglaublich. So, Dicker, bist du ein Feener? Du siehst aus wie ein Waffenschmiede. Mein Bruder, er hat einen neuen Laden. Er ist Midigorons Waffengeschäft. Er ist gut, aber ich schmiede bessere Klingen. Tyrianische Zimmerleute wissen meine Arbeit zu schätzen. Glaub mir. Oh ja. Nun gut. Haben wir das Feuerlevel geschafft und werden uns demnächst mal, weiß gar nicht, um die Waffe kümmern. Ein bisschen die Waffe, das Langschwert finden, erzeugen und ein paar Herzteile suchen. Beziehungsweise jetzt können wir das Pferd holen. Genau, das werden wir tun in der nächsten Folge. Also schaltet wieder ein, wenn es heißt, Kloppy rettet Jule. Und damit auf Wiedersehen. Tschüss.